möge die Freakshow beginnen. Mit Glanz und Gloria! Halleluja! Als 2014 Wolfenstein The New Order erschien, war man überrascht, wie viel man aus der alten Marke noch rausholen konnte. Mit einem neuen Setting, überspitzten Charakteren und einer soliden Story konnte das Spiel sowohl die Spieler als auch die Kritiker überzeugen. Nun ist der Nachfolger The New Colossus erschienen und erzählt die Geschichte rund um B.J. Blazkowicz in den alternativen 60ern weiter. Doch ob das Spiel neben der Geschichte auch am Erfolg des Vorgängers anknüpfen kann, das erfahrt ihr nun im MMOGA-Test zu Wolfenstein The New Colossus. Fangen wir wie immer mit der Story an. Zuallererst sei gesagt, dass ich die deutsche Version gespielt habe. Hierbei wurden verfassungsfeindliche Symbole wie Hakenkreuze entfernt und in der Story jegliche Bezüge zum Dritten Reich ausgetauscht. Wir kämpfen nun also nicht wie in der Originalversion gegen die Nazis, sondern einfach nur das Regime. Natürlich ist es unschön, dass hier zensiert werden musste, jedoch muss man auch fairerweise sagen, dass der Spielspaß dadurch nicht wirklich negativ beeinflusst wird. Wer den Vorgänger nicht gespielt haben sollte, dem wird eine Rückblende gezeigt, in dem die wichtigsten Ereignisse noch einmal erzählt werden. Falls sich jemand noch gar nicht mit den neueren Wolfenstein-Spielen befasst hat, der muss eigentlich nur wissen, dass das Ganze in den 60ern einer alternativen Zeitlinie stattfindet, in der die Nazis oder in dem Fall das Regime mithilfe antiker Technologien den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die gesamte Welt unterjocht haben. Wie schon erwähnt, handelt es sich hier um eine direkte Fortsetzung zum Vorgänger. Allerdings sind seit dem Ende von The New Order 5 Monate vergangen, in denen wir uns mal wieder im Koma befanden. Als wir aufwachen, müssen wir feststellen, dass unser Körper so sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass wir nicht einmal mehr stehen können. Zudem befindet sich der Widerstand gerade im Gefecht mit dem Regime, da wir ein riesiges U-Boot namens Hammerfaust erobert und zu unserem Unterschlupf umfunktioniert haben. Das Regime möchte sich nun die Hammerfaust zurückholen. Mit Hilfe unserer Freunde und einem Spezialanzug der Dart-He-Shoot, welcher unseren Körper zusammenhält, schaffen wir es, die Angreifer abzuwehren. Nun machen wir es uns zum Ziel, in den USA eine Revolution zu entfachen. Dabei versuchen wir, Kontakt zu den anderen Widerstandsgruppen aufzunehmen, damit wir uns mit ihnen zusammenschließen können. Zusätzlich kommen jedoch spontane Nebenziele auf, bei denen wir zum Beispiel eine mobile Atombombe in einen geheimen Militärkomplex schmuggeln müssen. In diesem Feuerlöscher habe ich eine Atombombe. Okay. Doch auch auf der Hammerfaust gibt es jede Menge kleiner Nebenaufgaben, bei denen wir unseren Mitstreitern bei ihren kleinen Problemen helfen. Außerdem werden wir des Öfteren mit unserer Vergangenheit konfrontiert. Durch Flashbacks erleben wir bestimmte Ereignisse aus BJs Kindheit, welche dem Protagonisten zu noch mehr Tiefe und Charakterentwicklung verhelfen. Hiermit möchte ich aber die Story abschließen, um Spoiler zu vermeiden. Insgesamt bin ich mit der Story sehr zufrieden. Auch wenn der Vorgänger schon ziemlich überspitzt war und humorvolle Elemente besaß, hat er sich selbst doch größtenteils sehr ernst genommen. In The New Colossus wurde der Fokus definitiv mehr auf den Humor und die Selbstironie gelegt. Auch wenn es durchaus ernste und anspruchsvolle Momente und Handlungsstränge gibt, ist es insgesamt doch eher sehr komödiantisch aufgezogen. Und das ist meiner Meinung nach genau richtig. Jedes Mal dachte ich mir, das kann man doch jetzt nicht mehr toppen, da kommt schon der nächste Kracher um die Ecke, bei dem man sich das Schmunzeln nicht verkneifen kann. Tut mir leid, brauchten Sie das Boot? Das wäre ein Zeug. Zudem kommen einige sehr unerwartete Wendungen vor, die Story ist größtenteils wirklich unvorhersehbar. Die Dialoge sind ebenfalls sehr gut geschrieben und die vielen verschiedenen Charaktere wirken sehr authentisch. Also was die Story angeht, gibt es wirklich wenig zu meckern, hier könnt ihr euch auf jede Menge gute Unterhaltung freuen. Doch kommen wir zum Gameplay. Das Spiel glänzt schon wie sein Vorgänger durch sein hervorragendes Spielgefühl. Doch eins nach dem anderen. Im Verlauf der Geschichte befinden wir uns in verschiedenen, sehr abwechslungsreichen Arealen. Egal ob das von Atomwaffen zerstörte Manhattan, das überschwemmte New Orleans oder sogar eine Basis auf der Venus, überall gilt es, jede Menge Regimesoldaten zu erledigen. Wir können uns in fast jedes Level dazu entscheiden, ob wir schleichend und lautlos vorgehen oder einfach alles niedermähen, was uns vor die Flinte kommt. Auch wenn ich in den meisten Spielen lieber leise vorgehe, machen in Wolfenstein die offenen Gefechte wirklich mehr Spaß. Vor allem, da wir über ein Arsenal an richtig schrägen, verschiedenen Waffen verfügen. Durch Upgrade-Kits, welche sich in der Spielwelt finden lassen, können wir nämlich zum Beispiel aus einer Maschinenpistole eine Nagelpistole machen. Und als ob der Schockhammer mit seinen automatischen 3 Läufen nicht schon furchteinflößend genug wäre, können wir einen Rotor einbauen, sodass sich alle 3 Läufe gleichzeitig abfeuern lassen. Somit sind selbst schwer gepanzerte Gegner kaum noch ein Problem. Zusätzlich lassen sich alle Waffen auch im Akimbo-Modus nutzen. An Feuerkraft mangelt es uns also nie. Es gibt verschiedene Gegnertypen, von normalen Fußsoldaten, welche kaum ein Problem darstellen, über die eben schon erwähnten schwer gepanzerten Elite-Trupps, bis hin zu Kampfdruiden, Panzerhunde und riesigen Mechs ist alles dabei. Dazu kommen die Kommandanten, welche Alarm schlagen können und somit für immer mehr Verstärkung sorgen. Da sie sich meist sehr gut verschanzen, müssen wir uns also bis zu ihnen durchkämpfen. Jedes Mal, wenn wir einen Kommandanten erledigen, lässt er einen Enigma-Code fallen.
Wenn wir einige davon gesammelt haben, können wir sie in einem Minispiel entschlüsseln und somit die Position von sogenannten Maschinenkommandanten aufdecken. Wenn wir uns nun in den entsprechenden Bezirken begeben und den Maschinenkommandanten ausschalten, erlaubt es dem Widerstand, diesen Bezirk einzunehmen. Wirklich realistisch ist das natürlich nicht, so haben die Entwickler aber eine nette Methode gefunden, um auch nach dem Beenden der Hauptstory sämtliche Level erneut spielen zu können, um zum Beispiel zuvor übersehene Sammelobjekte zu finden. Obwohl die Level meist sehr schlauchartig sind und wenig Raum für freies Erkunden bieten, gibt es jede Menge verschiedener Wege und Lösungsmöglichkeiten. Zudem kommen die neuen Kampfmods hinzu, mit denen wir sonst unerreichbare Bereiche betreten können und somit das Potenzial der Level viel besser ausnutzen können, um an Gegner vorbeizuschleichen oder sie zu flankieren. Es gibt drei Kampfmods, welche wir am Verlauf der Geschichte finden. Mit den Pythongurten können wir durch sehr enge Schächte und Rohre kriechen. Doch Vorsicht, verweilen wir zu lange in der Enge, ersticken wir. Mit den Donnerfäusten lassen sich Mauern durchbrechen und Gegner umwerfen. Als drittes steht uns noch der Schlachtenläufer zur Verfügung. Mit ihm können wir höher gelegene Ebenen erreichen und einen besseren Überblick aufs Schlachtfeld erhaschen. Die Kampfmods sind wirklich originell und machen eine Menge Spaß. Damit lassen sich echt lustige Dinge anstellen. Zudem können wir mit ihnen so gut wie jeden Bereich eines Levels erreichen und somit die verschiedenen Sammelobjekte finden. Dazu gehören Concept Arts, Gold, Starkarten, Schallplatten, Spielzeuge oder auch Lesbares wie Briefe oder Zeitungsartikel, welche die absurde Welt von Wolfenstein noch glaubhafter machen. Es gibt kein klassisches Skillsystem, wir besitzen lediglich Vorteile, welche sich durch bestimmte Aktionen aufwerten lassen. Töten wir zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Gegnern mit einer geworfenen Axt, können wir in Zukunft mehr Äxte mit uns führen. Töten wir Gegner mit überladener Gesundheit, halten wir mehr Schaden aus und so weiter und so fort. Ich finde das Skillsystem okay, nichts Besonderes, aber auch nicht komplett unnötig. Es wirkt nicht ganz so oft gesetzt wie in manch anderen Spielen, könnte aber durchaus kreativer gestaltet sein. Sehen wir uns noch die Grafik und den Sound an. Insgesamt gesehen ist das Spiel sehr hübsch. Die Spielwelt ist immer sehr detailreich und liebevoll gestaltet. Dazu kommt eine sehr kräftige volumetrische Beleuchtung, die wirklich was hermacht. Am besten gefallen mir aber die visuellen Effekte. Sowohl die normalen Partikeleffekte wie umherfliegender Staub oder Rauchschwaden, als auch die Explosionen und von Laserwaffen verursachten Schäden sehen echt verdammt gut aus. Auch die Animationen sind meist schön flüssig, allerdings wirken die Gesichter manchmal etwas steif. Die Texturen sind größtenteils auch solide, allerdings lassen sie sich nicht manuell einstellen. So bekommen wir manchmal auch unschöne Texturen zu sehen, obwohl wir theoretisch noch eine Menge Videospeicher über hätten. Und das ist wirklich schade, dass sich alle anderen Grafikoptionen individuell einstellen lassen. Die Performance ist an sich auch solide. Das Spiel wurde wirklich gut optimiert und läuft auf den höheren Einstellungen auch auf einem Mittelklasse-Rechner noch flüssig. Allerdings mag es das Spiel gar nicht, wenn wir kurz raustaben oder die Auflösung ändern möchten. Oft stürzt das Spiel dabei ab und verursacht im schlimmsten Fall sogar einen Bluescreen. Ich denke mal, dass dies ein Fehler ist, der sich schnell patchen lässt, dennoch möchte ich es mal angesprochen haben. Der Sound ist hervorragend. Eine stimmige Soundkulisse, brachiale Waffen und Explosionsgeräusche und die wunderbare Hintergrundmusik von Mick Gordon sorgen für einen rundum atmosphärischen Klang. Die deutsche Synchronisation ist größtenteils auch gut gelungen, die meisten Sprecher machen einen guten Job, allerdings sind die Dialoge des Öfteren überhaupt nicht auf die Mundbewegungen angepasst. Wer so wie ich die englische Sprachausgabe bevorzugt, muss in der deutschen Version des Spiels leider in die Röhre gucken, da die deutschen Dialoge aus Rechtsgründen teilweise umgeschrieben wurden und deshalb die Originaldialoge nicht enthalten sind. Ich denke, so langsam ist es aber Zeit für mein Fazit. Wolfenstein The New Colossus überzeugt durch eine gut geschriebene und sehr unterhaltsame Story, dem einwandfreien Gameplay und einer atmosphärischen Grafik- und Soundkulisse. Das Spiel beweist, dass heutzutage ein Singleplayer-Spiel nicht unbedingt eine Open World besitzen muss, um genügend Spielspaß zu bieten. Ich bin wirklich begeistert und habe bis auf einige Kleinigkeiten wie Abstürze oder schlecht angepasste Dialoge nichts auszusetzen. Hier erwartet euch wirklich ein rundum gutes Spiel, welches sich allen Freunden von Selbstironie, übertriebenem derben Humor und einem eingängigen Gameplay nur empfehlen kann. Wer jedoch lieber Open Worlds bevorzugt und eher weniger mit dem Setting anfangen kann, der wird wohl eher weniger Spaß mit dem Spiel haben. Falls ihr nun aber auch in den USA eine Revolution entfachen und dem Regime den Hintern versohlen wollt, dann solltet ihr euch Wolfenstein 2 The New Colossus bei MMOGA wie immer zum besten Preis erwerben. Und damit bin ich raus, bis zum nächsten Mal, macht's gut. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.